Es geht um Grip, aber nicht um Grip an den Rädern. Ich bin ja Fan von Lock-On-Griffen. Die kann man nicht einfach festschrauben. Man braucht keinen Kleber mehr und auch keinen Sicherungsdraht. Man kann das nicht damit machen. Die Brabgrips von X-Grip. Die Österreicher haben jetzt ebenfalls Lock-On-Griffe im Angebot und die werde ich jetzt für euch ausprobieren. Hallo liebe Motomaniacs, Basti Wolter hier und heute gibt es einen weiteren Produktcheck. Es geht um Grip. Aber nicht um Grip an den Rädern, um Traktion aufzubauen, sondern am Lenker. Ich bin ja Fan von Lock-On-Griffen, die sind bekannt aus Mountainbiken und ich habe mich schon immer gefragt, warum gibt es das nicht auch für Motorräder? Odi hat sie dann entwickelt. Das sind diese Dinger, hier ist der Griff. Die kann man nicht einfach festschrauben und KTM und Husqvarna bringt das Ganze inzwischen serienmäßig. Die Vorteile davon sind klar, man braucht keinen Kleber mehr und auch keinen Sicherungsdraht und hat kein Gefummel mehr. Man schraubt die einfach schnell an und kann sofort loslegen. Man muss auch nicht warten, bis der Kleber getrocknet ist, weil man halt keinen Kleber braucht. In meinen Augen hat das Ganze nur einen Nachteil. Man kann das nicht damit machen. Ich bin ein Einhorn. Ein Einhorn. Mein originaler Gasgriff von Odi ist derzeit kaputt. Den hat das Zeitliche gesegnet. Der war nicht weit genug auf dem Lenker drauf. Dann hat sie noch schneller zerbröselt. Aber es gibt jetzt eine Alternative. Die Brabgrips von X-Grip. Die Österreicher haben jetzt ebenfalls Lock-On-Griffe im Angebot. Und die werde ich jetzt für euch ausprobieren. In der Verpackung ist alles dabei, was man braucht. Nämlich die Gasgriffhülse, die normale Griffhülse und die entsprechenden Adapter für den Gasgriff. Je nachdem, welches Motorrad ihr fahrt. Die Griffe haben das X-Waffel-Design, das heißt relativ schmal. Hier unten ist es ein bisschen dicker, um für die Fingerspitzen Griff zu haben. Der Gummi besteht aus drei Komponenten, die in mehreren Lagen angelegt sind. Und die Enden, die sind verstärkt, das heißt, die reißen nicht so schnell auf, wenn ihr mal umkippt oder wenn ihr das Motorrad an die Wand legt. Im Vergleich von X-Grip zu Odi, ja, würde ich im ersten Vergleich sagen, dass die X-Grip-Mischung etwas fester ist als die Odi-Mischung. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf der Strecke präsentiert. Die X-Grip-Brab-Grips gibt es in 6 Farbkombinationen. Schwarz-Blau, passend zu meinem Dekor, Schwarz-Grau, Schwarz-Weiß, Schwarz-Grün, Schwarz-Rot und Schwarz-Orange. Sie passen im Prinzip an alle gängigen KTMs, Husqvarnas, Betas und Gasgas, sowie die Kawasaki, Suzuki und Yamaha Viertaktmodelle. Für weitere Modelle gibt es ein Cam 2 Kit. Das sind dann nochmal zusätzliche Gasgriffadapter für 5,90 Euro das Ganze. Und dann kommen einige Modelle ab 50 Kubikzentimeter dazu. Die X-Grip Brabgriffe gibt es für 29,90 €. Damit liegen sie im Preisrahmen der Odi-Griffe. Und dafür gibt es von mir beide Daumen hoch. Dann wollen wir das Ganze mal anschrauben. Für die linke Seite braucht ihr nur einen 15er Torx-Schlüssel. Zunächst mal den Griff aufschrauben. Sicherstellen, dass alles schön locker ist und dann aufstecken. Bei dem geriffelten Ende des Neckenlenkers muss man ein bisschen doller drücken, das ist normal. Oft sind die Lenker hier auch glatt. Die Riffelung ist gut, wenn man Griffe klebt. Für Lock-On-Griffe nicht ganz perfekt. Muss man ein bisschen klopfen. Der ist jetzt drauf. Das X-Grip-Zeichen zeigt nach oben. Die Position passt und jetzt einfach festschrauben. Das Ganze muss man auch gar nicht so festknallen, ungefähr 5 Newtonmeter. Ja, ich sag mal gut handfest. Sollte man natürlich ab und zu mal kontrollieren, dass die Schrauben noch fest sind. Da dreht sich jetzt nichts mehr, rüber geht's zur Gasgriffseite. Für die Gasgriffseite braucht ihr den passenden Adapter, entsprechend zu eurem Motorrad. Ich habe einfach mit dem KTM Odi-Griff verglichen, habe das passende Teil gefunden und das wird dann einfach hier auf diesen Zahnkranz aufgesteckt. Dabei müsst ihr achten, dass die Zugaufhängung an die Unterseite des Griffes kommt. Das sollte passen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass auf dem Adapter Out und In für Inside und Outside steht. Inside bedeutet dabei zum Gasgriff hin, Outside bedeutet zur Lenkermitte. Für mich nicht ganz logisch, deswegen muss ich jedes Mal wieder neu nachdenken. Und noch eine Sache solltet ihr bedenken, wenn ihr KTM oder Husqvarna-Fahrer seid. Original ist dieser graue Adapter auf dem Gasgriff verbaut. Ich habe den mitgelieferten schwarzen für eine spontanere Gasannahme draufgesteckt. Und bei den Brabgriffen von X-Grip entspricht der schwarze Adapter dem originalen grauen von KTM. Das heißt, wenn ihr dort diese spontanere Gasannahme bevorzugt, dann braucht ihr eventuell nochmal einen anderen Adapter. Da muss ich tatsächlich selber nochmal nachfragen, ob es den gibt.
Zum Ende des Videos werde ich es rausgefunden haben. Die Odi-Adapter passen übrigens nicht auf die X-Grip-Brab-Griffe, denn hier gibt es Zähne und bei Odi ist es ein Achteck. Sitzt der Adapter drauf, den Gasgriff ganz normal anbauen. Und gucken, ob der Gasgriff geht. Ich bin hier in Mernes beim zweiten Rennen zur IGE-Meisterschaft und da werden die Brabgriffe jetzt beweisen müssen, was sie können oder auch nicht. Mal schauen, wie die Hände hinterher aussehen. IGE-Rennen in Mernes ist überstanden. Dreimal eine halbe Stunde bin ich gefahren. Die Strecke war recht eng. Ganz guter Werksboden, aber auch schon gute Wellen. Und man sieht, keine Blasen an den Händen. Also die X-Grip-Griffe haben soweit funktioniert. Was ich festgestellt habe, ist, dass die X-Grip-Griffe im Vergleich zu den Odi-Griffen ein bisschen dickeren oder größeren Durchmesser haben. Der eine mag es, der andere nicht. Ich persönlich bevorzuge es, wenn die Griffe einen Ticken schmaler sind, weil ich meistens noch mit Neopren Unterziehern in den Handschuhen fahre und dadurch ist das ganze Greifen eh schon dicker. Das Gummi der X-Grip-Griffe ist ein bisschen fester als bei den Odi-Griffen. Auch das ist eine persönliche Präferenz. Leider hatte ich einen Sturz, bin aufs Lenkerende gefallen, also da ist jetzt auch der Griff aufgegangen und man sieht, man hat hier dann doch auch eine Öffnung. Bei den Odi-Griffen ist das Ende zu, das ist ein Unterschied. Der Sturz geht natürlich auf meine Kappe, nicht auf die Kappe der Griffe und da darf so ein Griff natürlich auch schon mal ein bisschen kaputt gehen. Insgesamt ist der Eindruck der X-Grip Brab-Griffe gut. Vom Preis liegen sie im Rahmen der Odi-Griffe, das heißt, die nehmen sich nichts. Die X-Grip-Griffe gibt es in vielen Farbvarianten, das finde ich eigentlich ganz nett. Und wie gesagt, wenn die Odi-Griffe ein bisschen zu dünn sind oder ein bisschen zu weich sind, der wird mit den X-Grip Brab-Griffen sehr zufrieden sein. Wenn ihr Fragen zu den Griffen habt, dann schreibt die in die Kommentare. Ich werde sie dann beantworten oder die nötigen Infos rausfinden. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr Produktvideos sehen wollt oder auch Action-Videos auf dem Moto Mania Mac, dann abonniert doch den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!